Sag mal, ich hab Fotografie nie gelernt. Ich mach's einfach. Und deshalb fällt es mir selber schwer, mich als Fotograf zu sehen. Aber ich bin dabei zu akzeptieren, dass ich Ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einer Künstlerin, die meinte, wenn man ein Bild verkauft, wird man noch gefragt, wohin man das Geld spendet. So. Als wenn Künstler und Künstlerinnen nicht atmen, nicht essen, nicht trinken, nicht wohnen müssen. Ich bin Spastiker. Das heißt, meine Arme und Beine machen nicht alles, was ich möchte. Ich habe schon früh erkannt, dass ich in den Füßen mehr Feinmotorik habe. Zum Fotografieren bin ich aus Langeweile gekommen, sage ich immer gerne. Ich habe meine erste Kamera in meiner Ausbildung bekommen und habe eigentlich während der Ausbildung zum Mediengestalter nie selber benutzt. Als ich dann fertig war und bei meinen Eltern zu Hause alleine war und die Kamera auf den Tisch gesehen habe, dachte ich, ich probiere es einfach mal und habe sie genommen. Einfach drauf los fotografiert. Da habe ich schon öfter erlebt, dass Leute einfach kommen und die Kamera aufheben wollen. Die meistens irgendwie auf der Erde steht. Das ist immer sehr lustig, weil ich will ja, dass sie da steht. Ich will ja fotografieren und die Leute denken dann oft, die ist mir runtergefallen. Was ja im Grunde nicht schlecht ist. Kurios ist nur, wenn sie das einfach machen und sie fragen, ob ich das überhaupt will. Weil ich immer wieder beobachte, wenn ich Ausstellungen mache und die Leute die Fotos sehen und beeindruckt sind und dann mich dazu sehen und dann noch beeindruckter sind. Ich glaube, dass Kunst auch eine Brücke schaffen kann zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und somit die Leute auch dafür sensibilisieren kann. Menschen mit Beeinträchtigung.
Kugelis zwangsläufig in Werkstätten oder Halben abgeschoben.